Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft Tomb Raider Legend Teil 6. Kurze Vorab-Information, bei mir geht es in letzter Zeit in meinen Let's Play-Dateien total drunter und drüber. Also ich habe voller Stolz an einen Tag Folge 2, 3, 4, 5 aufgenommen und hatte dann aus Frust, ich weiß nicht warum, als ich den Computer runtergefahren hatte, also kurz davor natürlich, die sämtlichen Fraps-Dateien gelöscht. Also ich hatte es schon im Movie Maker verarbeitet und darum, ja, da hat mein Hirn einfach nicht mitgespielt, dass dann die auch im Movie Maker gelöscht sind. Ich konnte alle Dateien retten, nur bei Tomb Raider Folge 3, nee, Folge 4, ja, Folge 4, der Anfang, den konnte ich nicht mehr retten und jetzt muss ich den quasi, ja, von vorne aufnehmen und ziemlich passend da mit einfügen. Habe ich zumindest so vor. Und da gibt es bei diesem Spiel die tolle Funktion, ja, lass mal Level wiederholen. Aber da ich jetzt das zweite Level in Peru und so noch nicht durchgespielt habe, darf ich das noch nicht. Und jetzt muss ich den sechsten und vielleicht auch siebten Part machen, bis das Level zu Ende ist, um dann für den vierten Part den Anfang zu machen. Ist eine geile Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt's verstanden. So, um den ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, haben wir jetzt noch einen Gast hier, von dem ich mich nicht in Sky blößen wollte. Hallihallo! Das ist die Nicole, alias in YouTube Okikario. Die macht ein Schleichwerk.de. Die macht ein Let's Play momentan zu Assassin's Creed 1 und könnt ihr euch ja auch mal gerne angucken. Ist der ganz liebe. So, und wir machen jetzt weiter. Wir waren stehen geblieben bei, ja toll, genau. Lara ist in der Höhle und scheiße und... Mein Gott! Lara, hier drüben! Kent? Ja, Kent. Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf, hol mich hier raus! Alles klar, was... Über mir ist ein Loch, du musst mich hier rausholen, schnell! Wir müssen von hier verschwinden! Ja. So, jetzt mal ehrlich. Wenn er sich quer hinstellen würde, dann würde der ja wohl locker da durchpassen. Dieses Noob-Vieh, ey. Wie ist das jetzt? Nee, die musste ich wegmachen. Ja, komm. Kugel. Roll, 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 roll. Ja, reicht dann auch. Beeil dich, Lara! Es kommt zurück! Bleib ruhig! Ich komme! Ja, eben. Ich komme, ey. Ich bin Lara Croft. Was hättest du es mich kommt! So? Verdammt, Lara! Es ich kommt. Bin gleich bei dir! Ah, wie macht man das jetzt nochmal mit Hochklettern? Ah ja. Und wir schwingen. Und schwingen und... Oh, hey, Porto. Ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent? Sie ist es! Warte! Kent! Wieder mal nicht auf die Uhr geguckt. Das passiert mir jedes Mal, ist mir mal so aufgefallen. Wozu gucke ich eigentlich überhaupt nicht auf die Uhr? Das ist doch eh nur verzweifelt auf zu, wenn wir so machen. Das weiß ich ja keiner, was du kannst. Das Vieh hätte mich ja. Oh! Schock. Das Vieh hätte mich ja jetzt nicht rein theoretisch irgendwie töten können, aber. Bane. Ach ja, genau. Wir müssen da hoch. So. Ja, so lange können wir mit unseren Special Guest reden. Was machst du denn gerade so, Nicole? Naja, ich warte im Endeffekt, dass die neue Folge hochgeladen wird. Dein achter von Teil? Der da. Nee, mein neunter. Der achte ist ja schon da. Ach so, ja. Sie hat schon 9 Teile. Schaut mal, wie fleißig die ist. Dann könnt ihr euch das ruhig angucken, solange ihr auf meine Teile wartet. Geht das? Ja. Hey, komm. Ah! Da ist der Bock. Jason ist tot. Sie sind alle tot. Oh mein Gott, Jason ist da tot. Da ist etwas... Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur... Nein! Du bist nicht rein zufällig da, wo... die in ihre Vergangenheit reingeht? Ja, doch, mit diesem komischen Vieh, wo Amanda... Ach Gott, das! Ja. Oh, scheiße. Jason ist tot. Ich glaub's nicht. So. Jason ist... Unwichtiger Statist Nummer 27, Cold Mirror noch mal,
Da kommt also niemand an die Tür, okay. Ah, ein Secret. Okay. Voll versteckt, habe ich dich fast nicht gesehen. So. Full fresh! Jetzt muss ich aber echt wegen der Zeit überlegen, das kriegt mich jetzt wieder auf. Oder ich schneide es. Oh, ich schneide es einfach. Ja Gott, das ist mir jetzt auch egal. Oh, das sind ja Spitzen. Das ist uns jetzt tatsächlich egal. Wir schneiden das jetzt einfach. Oh, Katzin. Amanda! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Katzin, ihre Bluse scheiße. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott! Amanda, lauf! Das ist wie in so einem schlechten Horrorfilm. Oh mein Gott! Ich habe mir die Knöchel verstaucht! Ja, na los. Das schaffst du natürlich nicht mehr. Was für ein Zufall. Ja. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, den Cutscenes nicht zu reden. Das tut mir leid. Aber das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Ein Let's Play lebt ja auch ein bisschen davon, wollt ihr Cutscenes sehen, dann gebt halt Cutscenes ein. Das ist ein Let's Play. Kein Let's Cutscene. Gucken, looking, weiß nicht. Zumal aber die meisten Let's Player bei den Cutscenes die Klappe halten, komischerweise. Ja Gott. Jeder Let's Player, nee, jeder Mensch ist ein Individuum. Ich muss mich also nicht an andere richten. So. Okay. Um ganz ehrlich du zu sein, du bist ein Unika. Halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Mal ernsthaft. Und wie kommst du da rein? Entschuldigung. Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Ja, oh. Was wollte ich denn gerade sagen? Du hast gesagt, mal ernsthaft, Entschuldigung. Ja, genau, dankeschön. Und das ist dein Vorteil an Special Guest. Angenommen, Anaya wäre mit runtergekommen, was hätte sie denn groß ausrichten können? Also, und Lara Croft ist ja auch nicht irgendwie reich, die könnte hier kein Wacker-Team oder so anfordern. Bloß nicht, das ist zu logisch. Jetzt, das interessiert mich aber, entschuldigen die Spielunterbrechung. Aber wenn ich das jetzt speichere. Ja, mach doch. Ja. Zählt das dann noch als Peru? Müsste. Ja. Hä, aber wieso noch 13%? Ich habe jetzt ihre Jugend durchgespielt. 1.9.10, dass sie. Ach nee, das ist wahrscheinlich eine Uhr. Hä? Ich komme aus diesen Gespiele da, aus diesen Dark raus, aber mir egal. Ich spiele halt etwas weiter. Mann, das regt mich auf, weil, natürlich, wenn ihr das jetzt seht, ist das Problem behoben. Aber während ich das hier gerade aufnehme, kann ich euch nicht, mir ist mal aufgefallen, dass ich ständig sage. Das tut mir leid und das nervt mich irgendwie selber, aber jedenfalls, während ich diesen Teil hier aufnehme, ist eben das Problem, dass ich euch keine weiteren Teile liefern kann. Wegen dem Problem, was ich am Anfang geschildert habe. Von da komme ich, oder? Ich verstehe es nicht. Während ich schwimme, erzähle ich mal ein bisschen. War ja so, ich habe das, wie gesagt, alles gelöscht und ich konnte alle Dateien wieder rausholen. Sogar Teile von
vom Älteren, also vom Part 1 ist das ja eigentlich nur. Oh, scheiße. Okay, sorry. Aber diesen einen Schnipselfilm von Teil 3 konnte ich nicht mehr rausholen, egal was ich versucht habe. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich so lange warten musste. Aber wie gesagt, wenn ihr das seht, das ist irgendwie schon. Ja, Betonung auf wenn. Und das wird ja auch komischerweise so sein. Also brauchst du nicht sagen, wenn ihr das seht, sondern ihr werdet es sehen. Ja, ja, ja. Aber es hört sich komisch an. Ihr werdet es sehen und dann ist das Problem behoben. Ja, nee, ist klar. Aber ey, bei deinen Abonnenten ist es schon klar, dass die das sehen werden. Und wenn du immer sagst, wenn ihr das sehen werdet, dann ist es auch irgendwie wieder unlogisch, weil sie werden es ja sehen. Du verstehst, was ich meine? Ergibt es. Ja. Ja, wir wissen es. Zum Glück habe ich das schon mal gespielt, sonst würde das jetzt noch länger dauern und boah. Nee, kein Kommentar. Fick. Ja, was da? Ja, den Topf richten. Das ist für Barbie Lara natürlich gerade das Wichtigste. Gott, ey. Ich will nichts die Audi Lara zurück. Oh, komm, lass Barbie Lara in Ruhe. Ach, Moment, bitte, rede. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Amanda hat also Chucks getragen. Die schlechteste Bluse der Welt, die sonst wo von der DDR sein könnte. Aber Chucks. Obwohl, in der DDR hat man auch Chucks getragen. Also, natürlich weiß ich das nicht. Ich bin 15 Jahre alt, für die, die das nicht wissen. Hä, bin ich gerade durch den Stein gesprungen? Lol, ich kann auch durchlaufen. Aber ich habe auch Oma und Eltern, die in ihrer Kindheit da, ja, auf Toilette gegangen sind. Nee, in der DDR. So, ja, ja, spring da durch. So, hey, das war cool. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König. Aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Ich finde es ja toll, dass Lara mit Zip und so reden kann. Zip und Alistair. Aber nebenbei die Sprunggeräusche. Wie schafft sie das eigentlich? Und was mir noch. Ach ja, nee, Quatsch. Ich kann nur wiederholen, dass ich Sim mag. Und wie ich Sim mag, ich speichere hier mal kurz. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich will das jetzt. Vor allem, ich finde das ja komisch. Bevor ich hier weitergehe, hier kommt eine Cutscene. So eine interaktive. Wie ist eigentlich Alistair dazu gekommen? Storymäßig. Ich meine. Zip hat man schon mal in Tomb Raider Chronicles, fünfter Teil, gesehen, als sie in Van Groys Hochhaus eingebrochen ist und das Auge der Iris oder wie auch immer es hieß, klauen wollte. Auch geschafft hat. Und ja, also es ist verständlich, dass sie sich jetzt vielleicht irgendwie mit ihm verbündet hat. Keine Ahnung, nach Angel of Darkness. Hat Freunde gesucht. So. Aber Alistair, ich meine, man hätte ihn ja wenigstens mal so kurzmäßig erwähnen können. Ich weiß nicht. Als Beispiel, er war früher mal ein Schulfreund von Lara. Ich weiß es nicht. Halt, wer Alistair eigentlich ist.
Ach, komm, scheiß drauf.